der den Verkauf von sich aus anbietet, so ist das keine Arisierung. Aber er bietet ihn ja meist nicht freiwillig an, sondern unter Druck. Ich habe niemals Druck ausgeübt. Beim Erwerb der Güter haben viele jüdischen Eigentümer meine Frau und mich persönlich in Wald und Feld herumgefahren oder zum Essen und zum Kaffee eingeladen. Ich habe wortwörtlich gesagt, ob sie verkaufen, das ist ihre alleinige Sache, das ist ihre alleinige Entscheidung. Ich kann dazu nichts sagen und will auch dazu nichts sagen, aber wenn sie verkaufen wollen, dann bin ich bereit, mit ihnen darüber zu sprechen. Sie haben also nie arisiert? Teils habe ich einen fast unverkäuflichen Besitz aus Gefälligkeit angenommen. Teils habe ich viel zu hohe Preise bezahlt. Nennen Sie das Arisierung? Erst jetzt entdeckte Fotos, wie diese von der 100-Jahr-Feier des sächsischen Stahlwerkes Riesa, zeigen Flick als einen Unternehmer, der zu Hitlers Eliten gehört. Flick wandelt in diesen Jahren seinen Stahltrust in ein Familienunternehmen um. Seine Söhne erhalten Anteile an den verschiedenen Werken. Die Verfügungsgewalt aber bleibt beim Vater. Otto Ernst, der älteste Sohn, macht nach seinem 18. Geburtstag den Militärdienst und lernt dann in den Werken des Vaters das Stahlgeschäft von der Pike auf. Als Hitler 1940 Frankreich erobert, weitet auch Flick seinen Herrschaftsbereich aus. Kurz nach dem Einmarsch der deutschen Truppen im lothringischen Metz erhält Flick dank seiner guten Beziehungen zu Görings Leuten den Zuschlag für das nahegelegene Stahlwerk Rombach. Rombach ist die erste große Bewährungsprobe für Otto Ernst. Doch der Älteste zeigt als kaufmännischer Direktor wenig Fingerspitzengefühl. Otto Ernst Flick ist nicht die Art von Führungspersönlichkeit, die sich sein Vater erhofft hat. Jemand, der sich als taktisch relativ ungeschickt erweist, jemand, der gelegentlich auch Verantwortung verweigert, abschiebt, gerade was den Umgang mit den Arbeitskräften auch in Rombach angeht. Er ist eben der Sohn dessen, dem das alles gehört. Und so tritt er dort auch auf und entwickelt dann sehr schnell ein beachtliches Talent, Führungskräfte zu verschleißen in den Unternehmen, wo er tätig ist, beziehungsweise Streit vom Zaun zu brechen. Otto Ernst, ohnehin nicht der Lieblingssohn, gerät beim Vater zunehmend in Misskredit. Flick richtet seine Hoffnungen nun ganz auf den zweitgeborenen Sohn Rudolf. Rudolf war als begeisterter Hitlerjunge Mitglied der elitären Marine HJ geworden. ...1938 beginnt er seine Offizierslaufbahn beim Elite-Regiment Hermann Göring. Offenbar strebt er aus innerer Überzeugung eine militärische Karriere an. Als der Krieg gegen die Sowjetunion beginnt, folgt Rudolf Flick dem Führer und nicht dem Vater. Mit seinem Regiment zieht er am 22. Juni 1941 in vorderster Front in den Vernichtungskrieg im Osten. Sechs Tage später zerreißen Granatsplitter dem 21-jährigen Flick Herz und Lunge. Erst ein Jahr später kann Friedrich Flick das Grab seines Sohnes in der Ukraine besuchen. Hermann Göring hat dafür ein Flugzeug gestellt. Flick wird in diesen Jahren zu einem der größten Waffenproduzenten des NS-Regimes, noch vor seinem Konkurrenten Krupp. Die hohe Auslastung der Betriebe, geringe Selbstkosten und viele Staatsaufträge machen Flick zu einem der reichsten Unternehmer des Dritten Reichs. In Flicks Werken arbeiten seit 1942 auch zehntausende Zwangsarbeiter, darunter viele Frauen. Wir haben unter den schlimmsten Bedingungen 12 bis 14 Stunden gearbeitet. Wir waren alle nass.
Wir standen im Wasser, haben Kartoffeln geschält, sortiert, haben die Fußböden gewaschen. Wir haben die ganze Drecksarbeit gemacht. Meine Mutter konnte das Lageressen nicht vertragen. Zum Essen bekamen wir die Reste. Wir haben Kartoffeln geschält und die Kartoffeln bekamen die Polen, Franzosen und Belgier. Wir bekamen nur die Schalen. Und wenn Kartoffeln in einer Maschine gesäubert wurden, bekamen wir diese schmutzige Stärke, die Schalen und diese Stärke. Das ging in unsere Suppe. Das bekamen wir zu essen. Die meisten Frauen und Männer werden aus Polen, Russland und der Ukraine ins Reich verschleppt, wo sie unter menschenunwürdigen Bedingungen Schwerstarbeit leisten müssen. Flick konnte das alles nicht verborgen bleiben. Zum einen gibt es zahlreiche Werksbesuche jedes Jahr an allen Standorten, bei denen man auch die Beschäftigten sieht, bei denen man auch die Zwangsarbeiterlager sieht. Zum anderen zeigt die Korrespondenz sehr deutlich, dass man völlig darüber informiert war, wie schlecht der körperliche Zustand der Zwangsarbeiter war. Herr Flick, wann sind Sie das erste Mal persönlich mit der Sklavenarbeit konfrontiert worden? Als ich im September 1942 aus privaten Gründen in der Ukraine war, habe ich auf dem Bahnhof von Lemberg Züge mit Fremdarbeitern auf dem Weg nach Deutschland gesehen. Wie war Ihr Eindruck? Die Leute waren in guter Stimmung. Sie haben auch musiziert und ich habe damals nicht den Eindruck gewonnen, dass es sich in irgendeiner Weise um Deportation gehandelt haben könnte. Und später? Ende 43, 44 konnte ich mich dem Eindruck nicht erwehren und hatte die moralische Überzeugung, dass nicht alle freiwillig gekommen waren. Sie haben Zehntausende von Sklavenarbeitern in Ihren Werken beschäftigt. Davon kann keiner freiwillig. Ich war in Berlin. Die Werke waren sehr weit weg. Und es gab eine tatsächliche Zuständigkeit oder Mitwirkungsmöglichkeit für uns in Berlin. Gab es nicht. Die lag bei den Direktoren der Werke. Einer dieser Werksdirektoren ist Flicks Sohn Otto Ernst. Im lothringischen Stahlwerk Rombach kommen unter seiner Leitung Tausende von Zwangsarbeitern zum Einsatz. Allein im Lager Amneville sind es über 1200, in der Mehrzahl Frauen aus der Ukraine. Der SS-Mann Degen, Kommandant des Arbeitslagers, übt in Rombach eine brutale Herrschaft aus. Otto Ernst Flick hat es geduldet, dass dort ein wahres Schreckensregiment errichtet wurde, auch innerhalb der Lager, die also eng dann mit der Gestapo und der SS zusammenarbeitende Lagerleitung hat dort die Häftlinge nach Belieben misshandelt. Und ein Otto Ernst Flick hätte da bequem auch mal durchspazieren können und sich die Bedingungen ansehen können. Er hat später gesagt, er hätte davon nichts zur Kenntnis nehmen können oder höchstens spazierengehenderweise blühende Landschaften erblickt. Noch kurz vor dem Einmarsch der Alliierten werden in Rombach vier russische Gefangene wegen eines Fluchtversuchs öffentlich hingerichtet. Aber Ihnen war das System der Sklavenarbeit bekannt und Sie haben es mitgetragen. Was hätte ich denn tun sollen, wenn ich widersprochen hätte oder dagegen angegangen wäre, dann wäre doch die Folge gewesen, dass man mich mit Sicherheit wegen Sabotage und Wehrkraftzersetzung liquidiert hätte. Derartiger Märtyrertod hätte an den Dingen auch nichts geändert. Was haben Sie getan, um das Leben der Sklavenarbeiter zu verbessern? Ich habe mich bei den Werksbesuchen danach erkundigt, ob auf dem Gebiet zusätzliche Ernährung und zusätzliche Kleidung alles Mögliche getan wird, um das Los der Fremdarbeiter zu erleichtern. Seit 1942 verschärfen die Alliierten den Bombenkrieg. Auch in Berlin werden viele Fabriken und Wohnblöcke zerstört. Tote und Verschüttete müssen geborgen, Ausgebombte evakuiert werden. Flick räumt sein Büro in der Bellevue-Straße.
Akten, die Flick für den Wiederaufbau benötigt, werden zur bayerischen Maxhütte geschickt. Dort sind sie vorerst vor Bomben sicher. Das Telex geht nicht. Flick hat Kasse gemacht und die Vermögenswerte seiner Firmen so weit wie möglich auf sich persönlich überschreiben lassen. Das ist tot. Absolut kein Ton. Im April 1945 erobern amerikanische Truppen Bayern. Es gibt kaum noch Widerstand. Die Suche nach Verantwortlichen für Krieg und Verbrechen beginnt. März 1947. Im Nürnberger Justizpalast wird gegen Friedrich Flick und führende Mitarbeiter seines Konzerns ein Kriegsverbrecherprozess vorbereitet. Ich selbst bin in diesen Dingen nur am Rande unterrichtet gewesen. Mehr kann ich darüber nicht sagen. Sie können gehen, Herr Flick. Das war's ja. US-Ermittler Eric Kaufmann schließt nach 4 Monaten seine Ermittlungen ab. Die Protokolle und Berichte des Verhörs wird er den Anklägern übergeben. Im April 1947 beginnt der Prozess gegen Friedrich Flick. Defendant Friedrich Flick, how do you plead to this indictment? Guilty or not guilty? Ich bin unschuldig. Man wird sagen können, dass Nürnberg von Flick selber nicht als Einschnitt wahrgenommen worden ist. Dass es keine Veränderungsbereitschaft, keinen Lernprozess angestoßen hat, dass er auch nicht wirklich in der Lage war, eine eigene Schuld zu erkennen oder gar moralisch zu reflektieren. Eigentlich hat dieses Nürnberger Verfahren bei Flick nur zu Bitterkeit geführt. Flick wird wegen Beteiligung am Sklavenarbeiterprogramm, wegen Zahlungen an den SS-Himmlerkreis und Raub von Vermögen zu 7 Jahren Gefängnis verurteilt. Er ist 64 Jahre alt.